Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, heute ist der 15. Juli 2019, heute ist ein Freitag, der 13. Und für das, dass so ein schlechter Tag ist, schaut der Himmel überraschend merkwürdig aus, oder? Wo sind denn die Schmieren, die Streifen, die Schlierenwolken? Wo sind denn die hochliegenden Wolkenfelder, die wir jahrelang gesehen haben? Wo sind denn diese sogenannten normalen Nonsensstreifen? Wo sie sagen, ja, bei jedem Flug entsteht hinten ein Nonsensstreifen. Und dieser Nonsensstreifen bleibt dann stundenlang in der Luft. Okay, gut, ja, passt, soll sein. Aber wo sind diese zahlreichen Nonsensstreifen? Wo sind sie? Leute, wo sind sie? Hallo? Wo sind die Scheißstreifen? Ich sehe keine. Ist der Flugbetrieb eingestellt worden? Schaut euch meine früheren Chemtrail-Videos an. Da seht ihr hunderte und aberhunderte Streifen am Himmel. Was sehen wir heute hier? Nix. Ich höre ein Flugzeug am Hintergrund. Irgendwo, dort fliegt ein Flieger, aber da ist nichts. Offensichtlich hat Donald Trump die Herrschaft im eigenen Haus übernommen. Denn mit der Verhaftung eines Jeffrey Epstein hat sich auch am Himmel einiges geändert. Und schaut euch das an. Cumuluswolken, echte Cumuluswolken. Bitte, wann habt ihr so etwas zuletzt gesehen? Wann habt ihr echte Cumuluswolken gesehen? Das war vor Jahren. Naja, okay, ist vielleicht übertrieben. Voriges Jahr habe ich solche gesehen. Da war eine Woche lang kein Chemtrail-Betrieb wegen des drohenden Krieges mit dem Iran. Aber außer bei Kriegsgefahr hatten wir jeden Tag den verschmierten, versprühten Himmel. Und wenn ihr euch erinnert, auch im Hochsommer, ab 14, 15 Uhr ist es immer dunkel gewesen, weil alles zugesprüht war. Und erst um 17, 18 Uhr, wie dann die Sonne unterhalb der massiven Chemtrails drunter geblinzelt hat, erst da ist es dann wieder hell geworden. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt, Gottlob, geändert.